Auch wenn die Mayas ähnlich wie die Römer ihre eigene Geschichte im Add-on haben, führt uns ihre zweite Mission direkt wieder in Konflikt mit dem dunklen Volk. Das hier ist die einzige DV-Karte nach Einführung der Manacopter in Trojaner Mission 4, in der sie überhaupt nicht vorkommen, was einerseits bedeutet, dass wir uns nicht mit ihnen rumschlagen müssen, aber auch, dass meine Cheese-Strategie nicht funktioniert. Unser Ziel ist es, dieses Gebiet von dunklem Land zu säubern. Direkt westlich davon befindet sich der dunkle Tempel, wir müssen also auf einen Kampf vorbereitet sein. Was Rohstoffe angeht, gibt es im Süden der Karte eine Ruine, in der wir einige Goldbarren finden. Ansonsten gibt es nur einen Berg, den wir wirklich nutzen können. Dort finden wir alle Rohstoffe, aber wir müssen uns trotzdem zum Teil mühsam zu ihnen hinarbeiten. Die Berge um das dunkle Land sind auch rohstoffreich, aber für uns erst nach Ende der Karte wirklich nutzbar. Bei unserem Berg liegen außerdem einige Steine, die für den Anfang ganz hilfreich sind. Diese Karte ist nicht wirklich schwierig, wenn man etwas geduldig ist. Das dunkle Volk greift unabhängig von der Schwierigkeit nach 30 Minuten regelmäßig an. Aber da es sich nur für Siedler interessiert, können wir sie mit Opfern aus 30 bis 40 Siedlern zuverlässig besänftigen, bis wir einige Soldaten haben. Für seine Angriffe bevorzugt das dunkle Volk es, den Durchgang östlich des Zielortes zu durchqueren und dann die nächsten Siedler aufzuspüren. Aussichtstürme können hier gut als Frühwarnsystem dienen. Anders als in der letzten Mission sind Rohstoffe hier relativ knapp, es lohnt sich also durchaus in Mana zu investieren. Für das Zielgebiet sind Gärten aber besser geeignet, da flächendeckend gearbeitet werden muss. Ihr könnt aber einen Priester nutzen, um die Pilzfarm dort zu zerstören und so die Patrouillenpunkte des dunklen Volks zu entfernen. Alternativ könnt ihr auch darüber nachdenken, mithilfe eures Priesters den dunklen Tempel zu zerstören. Das dürfte auch nicht ganz einfach sein, aber wenn es euch gelingt, werdet ihr mit einem völlig passiven Gegner belohnt. Sobald das Zielgebiet wieder begrünt ist, habt ihr die Karte gewonnen.